Harry unterwegs und zwar hier an der Costa Meloneras am Shopping Center bzw. am Sunset Beach, so wie er genannt wird. Ja, einfach mal ein bisschen Ruhe und Stille genießen. Obwohl man ganz nah der Zivilisation ist, ist es doch hier relativ ruhig. Dann hat man hier ja keine Parkplatzprobleme. Man kann hier ins Parkhaus fahren oder kommt mit dem Taxi oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ja, unter der Woche ist hier richtig Platz. Am Wochenende sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber unter der Woche kriegt jeder hier sein Plätzchen. Ja, hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Vom Touristensouvenirladen bis zum spanischen Tapa, alles. Das sind gerade mal 20 Laufminuten vom Leuchtturm Faro entfernt. Hier das Mama Juana. Ein bekanntes, am Wochenende genutztes Lokal. Playa Meloneras, offizielle Bezeichnung San Bartolomé di Tirajana, so ist das genannt hier. Wenn man früher in den 70er, 80ern gesagt hat, wir fahren zur Playa Meloneras, dann gab es eigentlich nur ein Ziel, das war Casa Serafin oder Casa Lola. Da gab es hier noch nichts. Das waren die einzigen Lokale hier unten am Strand und da hat man das Lokal gemeint. Ja, was für ein schöner Tag. Einfach mal hier ein bisschen einzutauchen. Playa Meloneras. Wenn man mit den Menschen spricht, die damals hier waren und es noch von früher kennen, dann hat man immer ein weinendes Auge, ein lachendes, ein weinendes Auge, aber ich sag mal, es war früher sehr, sehr schön, aber heute ist es auch nicht schlecht. Ja, früher gab es hier keine Liegen, hier gab es keine Toiletten, hier gab es keine vernünftigen Strandzuwege. Hier war alles ein bisschen Wildnis, auch keine Brotkreuzstationen, geschweige denn die Auswahl an Lokalen hier. Und auch nicht die Promenade hier zum Laufen bis zum Leuchtturm, bis zum Faro gab es auch nicht.
so weiter hier. Ja, hier hört man natürlich auch alle Sprachen, das ist klar. Alles ist hier unterwegs und möchte ein kleines bisschen Urlaub, ein bisschen Frieden, ein bisschen Wohlfühlen, ein bisschen Erholung. Ja, hier die beiden bekanntesten oder drei Sachen, die Sansibar, die Panoramikbar und da oben das Sunset Café. Ja, dann gehört das Mama vorne auch mit dazu. Ja, ihr seht viel Fahrradfahrer hier. Hier gibt es auch eine Leihfirma. Fahrradvermietung hier unten im Untergeschoss. Hier ist das Zeichen Rent Bike Playa Meloneras. Auch Schließfächer gibt es hier, wenn man was unterstellen möchte. Also größere auch, wenn man Koffer oder was einlagern möchte. Gibt es auch hier. Ja, und damit möchte ich meinen kleinen Rundgang hier an der Playa Meloneras beenden. Und sage ganz einfach hier Tschüss vom Strand und wir sehen und hören uns wieder.